Der hängt nur noch an Fäden. Ah, warte, in den Ofen. Was stecken wir denn Kobold in unseren Kachelofen? Oder? Nicht hier? Okay. Hier geht auch nicht. War da nicht gerade noch ein Kobold? Ich dachte... Blasebalg mit Pflanze geht leider nicht. Das Aufdröseln habe ich auch schon versucht. Hier hängt noch so ein Zettel, aber das ist nichts. Solange ich nicht nur der erste, sondern auch der einzige Lehrer an dieser Schule bin, werden die meisten dieser Fächer nicht unterrichtet werden. Hier, möchtest... Ja, hetze den Kobold auf den Troll. Los! Auf keinen Fall. Den anderen Kobold hat er zu Matsch gehauen. Ich will nicht, dass meinem kleinen geflügelten Freund etwas Schlimmes passiert. Ach komm. Ich habe gerade nichts mit ihm zu bereden. So, schon mal die Bretter in den Kamin. Ich hoffe, das ist kein Schuleigentum, das Sie da verbrennen wollen, bla, Professor Wetterquarz. Bla, Maul. Nein. Nein? Nein. Naja. Ist es Schuleigentum oder nicht? Nein. Ein, zwei leere Blätter aus meinem Schnellhefter kann ich wohl entbehren. Und den Kobold. Nicht. Der kleine Kerl würde sicherlich für ordentliche Ablenkung sorgen. Aber momentan habe ich keinen Grund, Direktor Bloch abzulenken. Doch, 1000. Ein Blasebalg. Ich will jetzt nicht in die Details gehen, aber wenn man die Griffe auseinanderdrückt, saugt er sich mit Luft voll. Oh, cool. Drückt man die Griffe dann zusammen, presst man damit die Luft vorne aus der Spitze. Hat gedauert, bis ich das verstanden habe, aber jetzt habe ich den Dreh raus. Faden mit Grete. Ich könnte den Faden durch den Haken am Ende der Grete ziehen und hätte dann eine Art Nadel. Gut. Hat funktioniert. Und ich kann sogar nähen. Mama hat es mir gezeigt, während Papa Sydney Schweißen beigebracht hat. Nadel und Faden. Nähe Federmapp zu. Ich nähe das Federmäppchen lieber nicht zu. Okay. Schließlich will ich den armen Flugkobold später noch freilassen. Kann ich irgendwelche Dinge zusammennähen? Nein. Ah, die Blätter zusammennähen, haben aber noch nicht alle. Ja, ich könnte die Seiten später zu einer Lage vernähen. Aber noch habe ich nicht alle Seiten beisammen. Naja, du hast sie nicht alle beisammen, das ist mir schon klar. Mehr Seiten. Der Papierschwan vielleicht. Hey, das ist nicht irgendein Blatt. Das ist doch... Tut mir leid, Schwan. Tatsächlich. Noch eine Buchseite. Yay. Ich stecke sie ein. Cool. Noch fehlen ein paar Seiten.
Aber wenn ich Glück habe, finde ich alle und habe damit ein Buch gerettet. Wie viele? Noch fehlen ein... Eine steckt bestimmt hier im Mausoleum und... Sonst... Ist das hier noch eine? Ich kann sie nicht benutzen. Ah, das ist nur der Plan fürs Flohnetzwerk. Ob ich den Siegerbesen dafür missbrauchen könnte, die Eingangshalle auszufegen? Ich meine, ein Besen ist ein Besen, oder? Leider kann ich den Schaukasten nicht einfach öffnen. Er ist abgeschlossen und ich habe keinen Schlüssel. In die Scheibe einschlagen. Los knacken, auch nicht. Das ist ein guter Anfang. Allerdings würde das Papier sehr schnell verbrennen, wenn ich es anzünden würde. Ob ich den Siegerbesen dafür missbrauchen könnte? Leider kann ich den Schaukasten nicht einfach öffnen. Gut, gibt es hier vielleicht noch eine Buchseite? Geh einfach mal alles durch, ohne jetzt alle vorzulesen. Oder vorlesen zu lassen. Und da B die Buchseite vielleicht, aber nein. Marco Titten. Marco Tittenfurz. Marco benutzt absichtlich Wörter wie Sacknaht, Drecksack und Tittenfurz, weil er glaubt, mir wäre es zu peinlich, sie hier niederzuschreiben. Mario Mushroom. Mario springt anderen Leuten auf die Köpfe, zündet sie an und nennt das Ganze gewaltlos. Tittenfurz. Oma Don Mudillo. Oma Don wurde der Schule verwiesen. Es stellte sich heraus, dass er ein Armadillo in einer Pinguinverkleidung mit einem Schild war, auf dem Mu stand. Das ist mehr als seltsam. Ja. Sascha Schalleshukulatsch. Dieser Eintrag wurde nur hinzugefügt, um jemandem, der ihn laut vorlesen muss, das Leben schwer zu machen. Sorry. Hey, das ist nicht nett! Muss ja auch nicht alles laut vorlesen. Peter. Troll. Die Jägergilde hat uns gebeten, einen neuen Hausmeister zu suchen. Das Schnarchen und Schmatzen des mürrischen Trolls Peter vertreibe die Wildtiere im Umkreis von Meilen. Da war doch noch ein Troll irgendwo in der Liste. Bernison, Troll. Bernison von der Hochwindsee brachte den Südflügel der Schule durch einen Nieser zum Einsturz. Oh, passiert. So, ich bin noch ganz kurz wohin. So. Jo, und ich mache auf jeden Fall auch nicht mehr lange heute. Noch ein bisschen, wenn ich rumgucken und so, und dann doch so gegen 12 vielleicht, gegen Mitternacht. Läuft ja auch schon eine kleine Zeit. Ich habe gerade nichts mit ihm zu bereden. Ja, ja. Okay. Wie wir den hier Schachmatt testen, ich weiß es noch nicht. Erstmal zurück ins Karl-Lassen-Zimmer.
Die Rüstung. Mit der Rüstung konnte man nichts machen, glaube ich. Nein, nein, nein. Können wir den Kobold vergiften mit der Pflanze? Nein. Sonst. Ja, nochmal hingehen, aber. Ich sollte das nicht allzu oft machen. Der Raum könnte sich mit Gas füllen. Ist das so? Und wir haben dasselbe Ergebnis wie bei der verheerenden Frühjahrsexplosion im Gnomenbau. Ist das Damals so? Hatte Opa sich 2 Wochen nur von Bohnen ernährt, während wir anderen auf Verwandtenbesuch in Gnomerigan waren. Oi. Oh, das geht nicht mehr. Okay. Ich halte mir die Nase zu. Betrachte Zum Glück die Gaswolke. Die stinkende Gaswolke immer nur kurz in der Luft und verflüchtigt sich dann. Gaswolke. Ja, geil. Hab sie. Okay. Was machen wir jetzt mit dieser ekelhaften Furzwolke? In den Ofen bringt nichts, da wird es sofort entfleuchen. Geht doch gar nicht. In unseren Ofen? Nein, Feuer legen, Explosion herbeiführen, geht im Moment auch noch nicht. Enttäuschend, aber naja. Hey, guck mal hier, C4. Er könnte eines der wenigen Wesen dieser Welt sein, das sich nicht an dem Geruch stört. Er könnte ihm sogar gefallen. Also lasse ich es lieber. Ich habe eine volle Ladung Stinkgas in diesem Blasebalg. Ich bin ein wenig nervös deswegen. Nur minimal. Vielleicht könnte ich ihn damit ausschalten. Aber sobald er wieder aufwacht, wäre ich meinen Job los. Und die Ratsvorsitzende hätte ein neues Wahlkampfthema. Benutze Blasebalg mit Kamin. Das bringt vermutlich einen Scheiß. Das wird nicht helfen, solange kein Feuer brennt. Vielleicht brauchen wir auch das zuerst, das Feuer. Ein paar alte Münzen. Sie müssen lange unter Wasser gelegen haben. Man kann die Prägung kaum noch erkennen. Wenn ich hier in der Schule ein paar alte Münzen finde, wem gehören die dann? Den Erben des ursprünglichen Besitzers. Wenn die nicht aufzutreiben sind, dem Staat. Möglicherweise auch der Schule, das ist von den Umständen abhängig. Mir gehören sie auf keinen Fall? Auf gar keinen Fall. Gut, ich hab nur mal so aus Interesse gefragt. Lalalala. Die Ritterrüstung einnebeln ging ja auch nicht, also geht auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich sie mit dem Gas erwischen könnte. Sie flattern ein paar Mal und schon sind sie aus der Gefahrenzone. Außerdem flattern sie ein paar Mal und sind aus der Gefahrenzone. Und ich habe eine stinkende Schule. Toll, willst du Geld? Nein, kann ich dich irgendwo annehmen? Geht auch nicht. Hmm.
Ah, warte mal. Warum bin ich da vorher nicht drauf gekommen? Erstmal den Hebel. Dann ist da unten offen, genau. Und jetzt fliegt er vors Fenster und bleibt dort stehen. Komm. Komm. Kobold. Bleibt dort stehen vor dem Fenster. Mach es doch einfach. Ja. Und boing. Und tschüss. Ja, jetzt ist er wohl tot. Ich habe ihn umgebracht. Das ist es. Ich habe ihn ausgesperrt. Mhm. Errungenschaft Kammerjäger. Sorge für eine koboldfreie Schule. Und gut. Das sind die Spinnenweben, die ich für Direktor Bloch entfernen soll. Nicht nur, dass es sehr viele sind, sie hängen auch deutlich zu hoch für mich. Es flattert immer noch ganz komisch, aber wir haben die Kobolde. Wie soll ich da bloß hochkommen, um die Spinnweben zu entfernen? Ich hab's nicht so mit Höhen. Wie die meisten Gnome werde ich nervös, wenn sich der Boden mehr als eine Gnomenhöhe von mir entfernt. Wie soll ich da bloß hochkommen, wie die meisten... Ich habe gerade nichts mit ihm zu bereden. Ja, ein dreckiger Fußboden. Wie soll ich die Halle nur sauber kriegen? Und das bis 72 Uhr? Gesetzt. Danke, danke, danke schön. Hat ja auch gedauert. Es ist nicht einfach nur Staub und Dreck. Es ist hart wie Stein. So als wäre es von tausenden Füßen in den Boden getreten worden. Dabei hat in den letzten 20 Jahren niemand die Schule betreten. Zumindest soweit wir wissen. Kannst du mal versuchen, Öffnungszauber? Nein. Automatisierungszauber. Ja, was guckst du mich so komisch an? Buchseiten, Buchseiten, Buchseiten. Lassenbuch. Vielleicht kann ich im Klassenbuch etwas über diesen Allardyce erfahren, von dem der Zettel am Apparat erzählt. Hier. Der junge Allardyce hat trotz wiederholter Mahnungen die Experimente an seinem Feuermacher fortgesetzt. Oi. Zu meinem großen Bedauern muss ich feststellen, dass das Gerät funktioniert. Er hat es dem Kollegium vorgeführt.
Wir mussten ihn wegen Wahnvorstellungen und Insubordination in die Irrenanstalt von Arkhamstein einweisen. Ein Zauberer, der einen Feuermacher erfindet und dafür von anderen Zauberern in eine Irrenanstalt abgeschoben wird. Arkhamstein. Ich vermute, sie konnten zu ihrer Zeit nichts mit dieser neuen Art von Magie anfangen. Oder sie sahen ihr Monopol in Gefahr. Zauberer waren lange Zeit die einzigen, die Feuer machen durften. Einen Zauberstab und einen Feuerzauber. Mehr braucht es nicht, um hier alles lichterloh brennen zu lassen. Cool. Wobei es so gesehen vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass ich den Feuerzauber nicht kenne. Und wir haben unseren Zauberstab wieder. Yay! Wenn ich Feuer brauche, könnte mir der alte Feuermacher vielleicht weiterhelfen. Nichts. Entweder ist er kaputt, oder es fehlt Treibstoff, oder ich bediene ihn nicht richtig. Treibstoff? Also gut. Wenn dieses Gas nicht brennbar ist, dann weiß ich auch nicht. Okay. Das war's. Die Maschine ist betankt. Dann wollen wir mal. Yay! Ich bin der Herrscher des Feuers. Wem sage ich das? Es ist niemand hier. Hey, Herrscher des Feuers. Dein Hut brennt. Okay, das nicht. Kann ich den Gnomen grillen? Ich meine den Kobold. Nein, geht nicht. Ja, was mache ich jetzt damit? Das Gas brennt mit einer schönen, gleichmäßigen Flamme. Und weil es verbrennt, riecht es auch nicht mehr. Verbrenne den Zauberspruch. Ich verbrenne doch keine Zaubersprüche. Die sind wertvoll und ich kenne... Nicht sonderlich viele, Entschuldigung. Entzünde den Karton. Ich glaube nicht, dass der Karton gut brennt. Zumindest nicht so gut wie Papier. Entzünde den Notizblock. Ja, ich könnte das Feuer wohl mit Hilfe des Papiers bis ins Lehrerzimmer bringen. Aber da sollte dann schon ein vorbereiteter Kamin auf mich warten. Das Gas brennt mit einer schönen, gleichmäßigen Flamme. Und weil es verbrennt, riecht es auch nicht mehr. Gibt es noch was im Klassenbuch vielleicht? Vielleicht finde ich noch einen Eintrag zu Allardyce. Aha. Aha. Ja, hier, weiter vorne. Habe heute eine beunruhigende Entdeckung gemacht. Der junge Allardyce, hochbegabt, aber auch unangepasst, fertigte Zeichnungen eines Apparatus an. Dieser Apparatus könne Feuer ganz ohne Magie entstehen lassen. Natürlich nahm ich ihm das Blatt ab und legte es dem Schulleiter vor. Er ordnete 2 Wochen Nachsitzen im Kerker an und fügte die Zeichnung der Akte des Delinquenten bei. Ah, oh, was? Akte? Wie hieß der Typ? Ein begabter Zauberer erfindet einen Feuermacher und wird dafür weggesperrt. Ein starkes Stück. Aber es passt zu den Geschichten, die man sich über Zauberer in früheren Zeiten erzählt. Sie waren die einzigen, die Feuer entzünden durften. Normalen Menschen war es bei Strafe verboten. Ging in einem Haus das Feuer aus, musste ein Zauberer gerufen werden. Und natürlich ließ er sich seine Arbeit fürstlich bezahlen. Lol. Wenn der Groschen in der Kiste klingt, der Funken vom Stab in den Ofen springt, hieß es damals. Heutzutage macht sich jeder sein Feuer selbst. Ha. Der Feuermacherplan des jungen Allardyce könnte noch immer in seiner Akte liegen. Jemand sollte ihn an seine Familie schicken und sich entschuldigen. Ein Paket? Was für ein Paket?
Was ist das denn? Ein Geschenk? Für Wilbur. Ah. Wow, das ist... Was ist das? Ich bin eine magische Schiefertafel. Oh, yay. Eine Schiefertafel, die sprechen kann? Ich kann sprechen, schreiben, zeichnen, rechnen, singen, dichten und vibrieren. Und ich kann fast jede Frage beantworten. Wow. Kann man auf dir Spiele spielen, die zunächst kostenlos zu sein scheinen, die einem dann aber langfristig viel mehr Geld aus der Tasche ziehen, als sie wert sind? Nein. Ich bin ein Arbeitsgerät und wurde nicht für unproduktive Beschäftigungen wie Spiele entwickelt. Schade. Du siehst ziemlich teuer aus. Danke. Und du bist ein Geschenk? Du gehörst jetzt mir? Das Geschenkpapier und die Grußkarte lassen diesen Schluss zu. Grußkarte? Aber wer ist A? Ungenügende Parameter. Vielleicht Alistair, der Erzmagier. Mordred Michael Mechthild Alistair, Erzmagier von Seefels. Er dachte wohl, ich könnte etwas Hilfe benötigen. Sehr lieb von ihm. Mechthild. Ich wette, du bist bestimmt voll nützlich. Ungenügende Parameter. Na hör mal, man kann auf dir schreiben und malen und so. Kennst du ein paar Zaubersprüche? Nein. Kannst du mir Tipps geben, wie ich meine Aufgaben lösen kann? Solange es nicht um Rezepte geht, vermutlich nicht. Ich mag dich trotzdem. In Ordnung. Over und out. Rezepte? Nun gut, wir haben das. Im Moment habe ich keine Fragen. Was könnte man verbrennen? Den Fridolin vielleicht? Interessant, dass das hier scheint identisch zu sein mit dem, was hier steht. Aber, nicht alles. Also teils, einfach irgendwie versetzt und an einer anderen Stelle und so. Okay, warum kann man den Ofen... Was kann man mit dem Ofen noch machen? Jemand wollte sich wohl ein Feuer machen und die Buchseite verbrennen. Ah, Buchseite. Das war das. Davon brauchen wir sowieso noch mindestens eine, vermutlich mehr. Im Moment habe ich keine Fragen. Ach so, und ich dachte schon, hä, was war das jetzt? Ich wollte das Ding eigentlich schon voll geben. Ich habe gerade nichts mit ihm zu bereden. Okay, hört sich komisch an.
Kleiner Fehler kann vorkommen, denke ich. Ah, hieß der Typ, oder? Allardyce. Allardyce, Albert. Er scheint ein sehr guter Schüler gewesen zu sein. Aber es gibt viele Einträge wegen unangebrachter Zwischenrufe und Fragen. Und was ist das? Disaster. Der Schüler Disaster kam bei einer verheerenden Explosion in der Nähe eines Kamins ums Leben. Oh. Sein letzter Aufsatz, von der Entwicklung meines Furzspruchs, wird seinen Hinterbliebenen übergeben. Okay. Der Feuermacher ist ein erstaunliches Stück Ingenieurskunst. Man muss entflammbares Gas einfüllen und dieses wird dann mit Hilfe komplizierter Technik entzündet. Kann ich das geflissentlich abgeben? Nein. Im Moment habe ich keine Frage. Den Typen verzaubern auch nicht. Zauber ein Feuer herbei. Das wird nicht funktionieren. Ich weiß nicht, wie man Feuer herbeizaubert. Kann sein, dass das eigentlich zur Magierausbildung gehört, aber ich habe es nie gelernt. Das soll sein. Ja, nee, das wäre dann Schuleigentum. Weil wir das draußen gefunden haben. Ich hoffe, das ist kein Schuleigentum. Es sind nur ein paar alte Bretter. Hier aus der Schule? Schon, aber sie hätten eh schon weggeworfen werden sollen. Sie hätten sie wegwerfen sollen, haben das aber nicht getan? Ich habe mir gedacht, warum die Bretter wegwerfen und dann teures Brennholz verschwenden. Warum unnötig die Schulfinanzen belasten? Hm, gut mitgedacht, Professor Wetterquarz. Machen Sie weiter. Oh, cool. Oh Mann, auch außerhalb des Klassenraums ist der Job komplizierter, als ich gedacht hätte. Muss mir angewöhnen, die Dinge auch mal mehrmals zu versuchen. Reicht das schon an Holz? Ich hoffe mal. Dann kann ich jetzt nämlich ein wenig Feuer mitnehmen. Ich reiße ein Blatt aus dem Notizblock in Streifen. Die sollten ausreichen, um das Feuer bis zum Kamin zu bringen. Versuchen wir es. Hoffentlich nicht wie Monkey Island mit dem Grog. Jetzt aber schnell. Doch, scheint so. Dann Monkey Island 1 musste man ja... Au! Idiot. Ich wäre fast im... Ja. War es jetzt schon ein Spoiler? Nein, 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 nein. Bei Monkey Island 1 konnte man so... Ja, irgendwie... 5 Zinnkrüge oder so akquirieren und dann musste man sich Grog tapfen und der ist dann geschmolzen und da der Krug ist dann geschmolzen, da muss man, während man zum Gefängnis läuft, das immer wieder umschütten. Und mach das mal, wenn du den Mauszeiger mit der Tastatur, mit den Pfeiltasten steuerst. Aber entzünde einen neuen Streifen. Entzünde einen neuen Streifen. Weiter. Entzünde einen neuen Streifen. Brennt.
Entzünde den Kamin. Geschafft. Yay. Juppie. Nun mach schon. Brenn. Haben Sie etwas gesagt, Professor Wetterquarz? Ich bin nur gerade dabei, Feuer zu beschwören. Mit meinen magischen Fähigkeiten. Oh, Feuer. Nicht komm herbei. Frühfeuern. Nicht zu... Oh. Dankeschön. Sagt der Herr Professor, fackeln Sie uns nicht gleich den ganzen Turm ab. Ja, mal gucken. Verzeihung. Über das Ergebnis kann man sich nicht beschweren. Aber wie kann es sein, dass ich Feuer beschworen habe, obwohl ich nur mit dem Stab herumgefuchtelt habe? Das gefällt mir nicht. Ein prasselndes Feuer. Man spürt schon, wie es im Raum langsam wärmer wird. Ah, schön. Aber die Wärme ist nur ein positiver Nebeneffekt. Das Feuer soll mich zur verschwundenen Bibliothek bringen. Ja, dann hinein ins Feuer, los! Ein prasselndes Feuer, aber die Wärme... Wir brauchen noch das Reisepulver, hm? Vielleicht, wenn man den... Nein, okay. Lege den Plan in den Kamin. Lieber nicht. Lieber nicht. Auf diesem Blatt sind die Konstruktionszeichnungen für den Feuermacher. Ja, und? Brauchen wir ja nicht mehr. Das Feuer ist groß genug, auch ohne dass ich mit dem Blasebalg nachhelfe. Noch fehlen ein paar Seiten. Aber wenn ich Glück habe, finde ich alle und habe damit ein Buch gerettet. Ja, das alte Gold schmelzen kann ich auch nicht. Nein, da liegt schon genug Papier im Kamin. Aber noch nicht genug Karton. Der Schaukasten lässt sich nicht ohne weiteres öffnen. Er ist mit einem Schloss gesichert. Öffnen, Zauber. Zum Öffnen von Laschen, Knoten, Schleifen und dergleichen. Dergleichen, ja. Ich glaube nicht, dass das geht. Der Zauber öffnet Schlaufen, Laschen, Haken und Ösen. Solche Sachen. Aber versuchen kann ich es ja. Wie vermutet. Es gibt sicherlich einen anderen Zauber, der Schlösser öffnet. Der Automatisierungszauber. Ich verbrenne doch keine... Die sind wertvoll. Wir könnten dem Troll seine Hose öffnen, vielleicht. Nein, nein, so gar nicht. Nichts. Vermutlich habe ich eines der Löcher getroffen. Wie soll ich die Halle nur sauber kriegen? Und das bis 72 Uhr? Ich habe gerade nichts mit ihm zu bereden. Oh mein Gott. Voll die müden Augen. Ja, ich glaube, da haben wir es. Entschuldigen Sie, Direktor Bloch. Haben wir es langsam geschafft für heute? Ja. Ich habe den Hausmeister-Troll kennengelernt. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich bin auch nicht begeistert davon. Trolle sind missmutig, langsam und unverschämt. Aber was sollen wir tun? Sie haben den Hausmeistermarkt fest in Ihrer Hand. Wir müssen damit leben. Immerhin konnten wir einen guten Vertrag aushandeln. Wie meinen Sie das? Paragraph 1, Absatz 1. Der Troll darf mit keinem Schulangestellten oder Schüler sprechen, sofern er nicht explizit dazu aufgefordert wird. Wegen der Aufgaben. Ja. Putzutensilien. Wenn ich die Eingangshalle schon reinigen soll, gibt es dann wenigstens brauchbare Putzutensilien hier?
Der Hausmeister-Troll wurde entsprechend versorgt. Fragen Sie ihn. Danke. Er will mir nichts abgeben. Sie sind Professor, er ist Hausmeister. Setzen Sie sich durch. Mhm. Ich bin Gnome, er ist toll. Er setzt sich auf mich. Die Spinnweben in der Eingangshalle hängen sehr hoch. Und? Es ist Ihnen vielleicht nicht aufgefallen. Aber ich bin ein eher durchschnittlich großer Gnome. Das kann keine Entschuldigung sein. An die Arbeit. Wichser. Alle Kobolde sind vertrieben, soweit ich das beurteilen kann. Gute Arbeit. Wie kam es eigentlich zu dem Ungezieferbefall? Das war schon so. Aus, vielleicht waren sie geschäftlich in der Stadt und haben sich verflogen. Irgendein Witzbold muss sie beschworen haben. Oder der Erzmagier? Wem ich wohl schlecht aussehen lassen in meinem neuen Job. Zum Glück konnte ich die Koboldplage eindämmen. Ja. Also, eigentlich war ich das ja. Schon, aber wer hat es Ihnen befohlen? Na, sehen Sie. Fick dich, Strickler. Wegen des Kaminreiseplans da drüben. Ja? Darauf sind für diese Schule gleich mehrere Kamine eingezeichnet. Natürlich. Große und wichtige Gebäude können mehr als nur einen Zugang zum Kaminreisenetzwerk haben. Einer davon scheint in der vermissten Bibliothek zu sein. Guter Gedanke, Wetterquarz. Untersuchen Sie das. Bin schon dabei. Aber selbst wenn der Kamin noch zu erreichen wäre, braucht man für die Benutzung des Netzwerkes nicht ein spezielles magisches Pulver? In der Tat. Man benötigt extrem seltenes und wertvolles Kaminreisepulver. Nur hochrangige Staatsbedienstete erhalten kleinere Mengen davon. Gib, gib, gib! Danke. Wetterquarz, haben Sie mir nicht zugehört? Nur Beamte höheren Ranges erhalten etwas für den persönlichen Gebrauch. Aber ich dachte, ich soll die verschwundene Bibliothek finden. Natürlich, aber doch bitte ohne mein Kaminreisepulver zu verschwenden. Okay. Ohne Ihr Kaminreisepulver wüsste ich nicht, wie ich in die verschwundene Bibliothek kommen soll. Das ist Ihr Problem. Ich stelle die Aufgaben, Sie lösen sie. Alles klar, Moment. Oder versuchen es zumindest. Mach ich gleich. Was ich noch wollte... Dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Tun Sie das. Etwas haben Sie immerhin schon geleistet. Ich habe doch hier noch diesen... Guck mal hier. C4. Zeit für ein wenig Ablenkung. Hoffentlich stürzt er sich wirklich auf den ersten, den er sieht, und nicht auf den kleinsten. So, das wäre das. Als nächstes... Weg! Okay. Haben Sie das gesehen, Wetterquarz? Unverschämtheit! Naja, passt. Unglaublich, schon. Was man sich hier gefallen lassen muss. Mhm. Ganz schlimm, Herr Direktor. Häufigen Kaminreisepulver. Vermutlich nur eine Benutzung. Da bin ich mal gespannt. Man weiß es nicht. Die Flammen haben sich verfärbt und das Feuer hat schlagartig seine ganze Hitze verloren. Ich glaube, es hat geklappt. Das Feuer ist kein normales Feuer mehr. Es ist ganz kühl und bringt mich zu jedem Ort des Kaminnetzwerks. Hier in das Feuer. Das werden wir tun. Und zwar beim nächsten Mal.